Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite 1 vs. 1. Ja, die letzten Spiele liefen nicht so optimal. Kann man mal, glaube ich, so zusammenfassen. Wen bannen wir denn noch? Bei ihm ist Kali, Bakasura, AMC gebannt. Ich habe Hebo und Huyi gebannt. Ich glaube, ich banne dann Kronos raus, oder? Kronos, der Hüter der Zeit. Ah, komm, ich banne nochmal. So, und wir machen mein Poseidon-Spiel. Erdur. Ah, wieder. Das war ein sehr schneller. Also, der wollte schon vorher, hat er sich schon gedacht, komm, den spiele ich. Oder spielt den wahrscheinlich schon länger. Was weiß ich. Ich habe hier den Poseidon Dreadbart-Skin. Ne, mal gucken, wie der Skin hier so Einfluss auf das Spiel nimmt. Ob er OP ist. Gut, gegen Ulr bauen wir. Ich fange mit Schärpe an. Ich rush einfach die Schärpe. Und hol mir einen netten Sprint dazu. Sprint, ja. Sprint finde ich geil. Und ich werde wahrscheinlich ihm den Red Buff überlassen. Um am Anfang meinen Blue Buff zu machen. Und dann erstmal, weil ich ja am Anfang jetzt ohne Pot starte, ohne Anfangs-Item, bin ich jetzt nicht so stark. Da ist er. Nein! Nein! Ah. Wie knapp war das denn bitte? Das geht ja schon wieder gut los hier. Das geht ja schon wieder gut los. Scheiße. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Zack, zack. So, er macht jetzt nur seinen Blue Buff hinterher. Und ich mache meinen Blue Buff hinterher. Weil ich den Red Buff jetzt gerade einfach nicht machen kann. Wegen den Gegebenheiten. Aber First Blood geht auf jeden Fall schon mal wieder an ihn. Was natürlich beschissen ist. Aber damit müssen wir leben. Ich denke, er geht jetzt gerade zum Red Buff. Geht er nicht? Alles klar. Da ist er, ja. Was hat er denn geholt? Okay, er hat sich die Immunität da geholt. Damit ist er natürlich gegen meine Ult, kann er sich einmal immun machen. Und das ist was in dieser Meta, Poseidon auch so schwach macht. Hier, man kann sie einfach gut, er hat jetzt schlecht reagiert. Aber normal kann man sich dann einfach gegen immun machen. Nein! Ey, what the fuck? Wie knapp überlebt er das denn, ey? So eine Scheiße, ey. Das ist echt, wirklich, Fighten am Limit, Freunde der Nacht. Ich sag's euch, das ist kein Spaß mehr. Das ist hartes Fighten, was ich hier mache. Aber habt ihr mal gesehen, wie knapp das da wieder war? Mein Gott, ne. Ist doch zum Mäusemelken. Krieg ich den Red Buff gemacht? Nein, krieg ich nicht gemacht, so schnell. Er ist dafür einfach zu schnell wieder da.
Ich habe meine Ult gleich wieder und er hat seine Unverwundbarkeit noch nicht wieder. Ach, er ist nur da. Wow, wow, wow. Stirbt er nicht? Was er... Ey, Freunde, gebt euch das bitte. Habt ihr das gesehen? Jetzt muss ich aber... Also jetzt muss ich wirklich durchatmen. Das ist das dritte Mal. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er mit 3 HP oder so überlebt. Das ist selbst jetzt für mich sehr, sehr... Sehr, sehr hart. Alter Schwede. Boah. Das ist wirklich harter Tobak für mich. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie oft hat er jetzt mit 3 HP überlebt? Wie oft? Krass. Krasser Scheiß. Oh, jetzt hat er die noch nur geholt, verdammte Axt. Ich hätte nicht gedacht, dass er schon wieder hat. Oh. Krass. So, da muss ich erst voll defensiv bauen hier. Zack. That will protect my body. Läuft schon wieder gut hier. 040 läuft. Boah, 2k Gold hat er jetzt Vorsprung. Das ist viel. Das ist viel. Aber wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Das möchte ich immer mal wieder festhalten hier. Zack. Zack, bumm, zack, bumm, zack, bumm. So. Wann der hier wiederkommt. Boah, die trifft er echt gut. Die trifft er echt gut, das muss man ihm lassen. Mass! Wieso hat er das, wieso hat ihn das denn nicht getroffen? Das frage ich mich jetzt gerade. Das hätte ihn noch treffen müssen, oder? Das frage ich mich jetzt echt gerade. Das hat nicht getroffen. Ziemlich seltsam. Okay, er geht back. Oh, hat er gut getimed. Hat er gut getimed. Und meine Ult ist down. Ich baue mal so ein bisschen meine Tide auf. Hat ein bisschen Schaden genommen. Ach, das ist meine Ult ready. Wir sind jetzt eigentlich in einer ganz guten Position, wo... Okay, jetzt wieder ready.
Uiuiuiui. Uiuiuiui, sag ich denn nur, Freunde. So. Das. Sind immer noch gut hinten. Mit gut meine ich echt relativ weit. Blue-Buff machen. Nevermind. Die Junge macht den Schaden. Nevermind, ich gehe dann mal so. Zack, 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 zack. So, 750. Na, das warte ich noch mal mit ab hier. Go, 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 go. Okay, er macht den Red Buff. Dann mache ich meinen Blue Buff. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier reinspringt wie so ein Berserker. Warum steht er da nur so rum? Warum steht er da nur so? Er wartet, aber... Was? Alter Schwede. Das ist zu viel für meine Nerven. Alto Belly, ey. You better back down. Das ist zu viel für meine Nerven. Freunde der Nacht. So. Die Frage der Fragen ist, was tut er? My bow would be my guide. Wrecked! Get wrecked, bro! Kann ich das hier machen? Bin ich in der Lage dazu? Risiko, kommt er wieder? Oh fuck. Ja, ich weiß nicht, ob das worth war. Ich glaube eher nicht. Er hat mich jetzt noch gekillt. Hat sich schon Def geholt. Nee, dann hole ich mir noch Fatalis. Ich weiß nicht, ob er meinen Phoenix jetzt dadurch kriegt. Dann wäre es natürlich nicht worth. Okay, er ist wieder da, aber er hat noch keine Minions. Oh, nein. Nice. Sehr nice sogar. 18 Sekunden. Ist er tot? Das heißt, ich krieg seinen Tower hier.
Hoffe ich zumindest. Tower geht down. So. Den haben wir auch. So, dann geht's back. Back, back, back. So, wir sind wieder im Game. Fast, würde ich sagen. Wir sind nicht mehr so weit hinten. Es geht back. Mit der Aktion jetzt gerade wollte ich ihn eigentlich nur ein bisschen rauslocken. Hat leider nicht geklappt. Schnell mal einen Blue machen hier. Wir sind wieder im Game, Freunde. Wir sind wieder im Game. Dadurch, dass ich jetzt Fatales habe, bin ich um einige schneller. Oh, da ist er. Hier wollte Backdoor, der Gute. Yes, baby, yes, baby, yes, yes, yes. So. Kommt der Fette jetzt gleich wieder? Ich werde auf jeden Fall hingehen. Oh ja, er blinkt. Nice. Das ist jetzt genau die passende... Genau die passende Zeit zum Wiederkommen hier für mich. Nicht, dass der jetzt so schnell wieder hier ist, der Ulr. Nice. Nice, nice, nice. So, Penetration kriegen wir auch. Die werfen wir direkt ein. So, ich kriege jetzt gleich mal eine Krake ins Gesicht. Nice! Freunde, wir bumsen den Ulrich hier richtig weg, ey. So, schnell zum Dings hier, zum Phoenix. Ich habe jetzt Schad, das heißt, ich müsste ihn eigentlich down kriegen. Gehe ich mal stark von aus. So viel Schaden mache ich dann doch nicht. Aber wir können guten Damage machen. Das steht fest. Ripped! Kommt jetzt wieder der Phoenix? Kann ich das sogar beenden jetzt hier? Auf jeden Fall gut Schaden machen. Okay, und weg. Ganz schnell Bäcker ist es jetzt für mich. Er will mir folgen, aber er kann es nicht. Weil ich weiß, wo ich bin.
Verbrauchsgegenstände. Und jetzt haben wir eine nette 3K-Pot, die wir gerne, gut und gerne einwerfen. Das heißt, hier muss noch ein Kampf gewinnen, Freunde. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Yes! Das ist GG. Das ist GGG. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass ich hier gewinne. Und das war meiner Meinung nach jetzt auch ein schönes Spiel. Okay, hat aufgegeben. Yes! Und es freut mich auch, dass ich mit Poseidon gewinne, weil mit Poseidon ist es nicht so easy. Finde ich zumindest immer. Und ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Ah. Ich hatte schon gedacht, als ich lag, glaube ich, 0-4 lag ich hinten. Kann das sein? Kann das sein, dass ich so weit hinten lag? Ich glaube wohl. Da hatte ich schon gedacht, ach du Scheiße. Es wird wieder eine Katastrophe, aber es hat gut geklappt. 20 Tribut-Punkte kriegen wir dazu, das freut mich natürlich sehr. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.